kriege ja nicht mal das irgendwie sagen können. Den ersten Schuss, den mache ich mit dem Scharfschussbogen. Das klappt ja auch schon nicht. So werden also Maschinen gemacht. Und laufen hier die ersten Sie beiden noch rum? Licht gesponnen. Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Halt nicht so. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass sie geht nicht. Versuchen wir es nochmal. Na, verschwende ich nur meine Pfeile an der Barriere. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Das kann ja was werden hier. Oh, die beiden Wächter waren doch noch da. Super. Warum springe ich nicht direkt nochmal hier von so einem Turm runter, damit meine Kräuter die vorher komplett verbrate. Und hier irgendwie hoch? Feuer, was gegen die Wächter, die da noch gekommen sind, machen? Das ist nur ein Vorratsbehälter. Ey. Kühlsaft, damit ich mir Kältemunition machen kann gegen den Brüllrücken. Eine Spule für 90 Schaden. Hier haben wir nur 9% mehr Feuerschaden. Passt dann trotzdem noch. Passt uns trotzdem noch sehr gut, denke ich. Ja, ganz toll. Da kommen wahrscheinlich dann auch die anderen Wächter her. Dass ich hier also gar keine Möglichkeit habe, noch irgendwie mich vorzubereiten, sondern werde dann hier halt direkt in den Kampf geschmissen. Ich sollte dann versuchen, von da oben direkt noch so viele Pfeile wie möglich auf den Brüllrücken zu schießen. Komm. Genau, das sollst du tun. Nice. Maschine wird nicht zulassen, dass ich irgendwas anfasse. Hey, ich fahr schon weg. Stärkung ist jetzt ja schon nicht mehr übrig.
im Vorbeigehen gibt mir der Wächter noch eine und schmeißt mich damit unterm Fuß von dem Brüllrücken. Klappt ganz wunderbar. So, wo sind jetzt hier die beiden gängigen Wächter, die hier patrouillieren? Ich empfange aus allen Richtungen Signale. Ah, das sind Feuerbrücken, das sehe ich. Wo sind die beiden dummen Wächter? Die waren gerade noch hier, die werden jetzt wieder hier sein. Treffen die mich halt gleich wieder an, wenn ich unten bin. Ja, da! Da sind sie. Aus dem Nichts aufgetaucht. Ich habe schon zu viel dabei. Ja, sonst keine Hobbys. Total super. Ich kann mich direkt schon wieder so einsagen lassen eigentlich. Zu viel Lohr. Brüllrücken auch nicht vorher irgendwie schaden. Hab ich jetzt die Schadenspule wieder gekriegt. Ähnlich auf dem Outfit. Ich kann jetzt hier auch zumindest mal versuchen, die Schockfallen auszulegen, in der Hoffnung, dass dann auch er und nicht die Wächter da reinrennen. Das war meine letzte. Ja, weiß ich. Oh. Ich will mal richtig in die Vollen. Wenn der Brüllrücken reintritt, super, wenn irgendwer anders reintritt. Scheiße. Okay. Noch einmal tief durchatmen. Und dann. Okay,
Können wir das irgendwie schaffen? Müssen ja irgendwie schaffen, wir können ja auch nicht zurück. Ah, verdammtes Symbol. Blablabla. Dass die Wächter jetzt hier... Ja, dass die hier versteckt bleiben, bis ich runtergehe. Das ärgert mich jetzt, weil beim ersten Mal war es ja nicht so. Hier auf den Turm rauf. Und dann schieße ich die beiden von hier oben an. Jetzt sonst die ganze Zeit sterben sie durch einen schweren, einen leichten Treffer. Und jetzt wirkt er mir noch einen rein. Weil der leichte Treffer jetzt nicht genug Schaden gemacht hat. Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Wie gesagt, es ärgert mich wirklich, dass die Wächter das eine Mal so mit denen umgehen kann und beim anderen Mal klappt das nicht. Kann ich dann meinen Rohstoffbeutel ein bisschen vergrößern? Okay, dann können wir gleich die beiden Sachen da noch wieder einsammeln. So, hier wieder unsere Spule. Die Waffe rein. Und ja, die anderen Rohstoffe holen. Wobei, mit dem Holen dieser Rohstoffe kann ich eigentlich auch warten, bis ich den Kampf geschafft habe. Brauche ich nicht jetzt wieder los, die Rohstoffe holen. Na, ich wollte nochmal versuchen, damit den ganzen Fallen. Wie gesagt, wenn der Brüllrücken da reintreten sollte, dann sollte immer dann vorbereitet sein. Super, weil das kann auch den nicht kalt lassen. Dafür ist es einfach zu viel, was ich jetzt hier hinstelle. Ich sag mal, es könnte natürlich trotzdem gut sein, dass sie das komplett kalt lässt. Ist einfach der ultraschwere Schwierigkeitsgrad. Das sind Maschinen ja das meiste, was ich mache, völlig egal. Läuft super. Einfach super. Wenn nicht die ganzen Wächter da wären, würde ich da auch mal versuchen, gegen den Brüllrücken ganz direkt zu kämpfen. Aber das wird mir wahrscheinlich direkt von den Wächtern kaputt gemacht werden. Mit den Wächtern versuche ich jetzt trotzdem noch mal so. Mit der größeren Rohstofftasche belohne ich mich erst, wenn
den Kampf hier gewonnen habe. Zeit so. So, jetzt wieder runter. Die bessere Spule, die sollte ich mir auf jeden Fall holen. Mir gefällt mir zwar eigentlich nicht, weil es eine schöne Feuerspule ist, aber diesmal wahrscheinlich die Feuerspule überschreiben, weil uns das mehr normalen Schaden dann bringt. Ja, Art von Feuerfallen ist bisher auf 14 runtergegangen, aber der Standardschaden der normalen Munition ist doch deutlich hochgegangen. Ich weiß nicht, ob es uns was bringen wird. Aber an der Stelle ist es, denke ich, die bessere Alternative, als zu sagen, wir behalten unser Feuerschaden, den wir hier für diesen gerade Problemkampf eh nicht benutzen. Ja, und noch einen. Und dann geht's wieder los. Und wir sind mit vollem Leben. Den Feuerschutztrank eingeschmissen. Stärkungstrank. Ja, super. Dafür irgendein Wächter die ganzen Fallen verballert. Stärkungstränke weg. Nehmen wir uns nochmal einen Feuertrank. Einfach nur ganz schnell ganz viele Pfeile draufballern. Ah, weil ich noch in dem Bereich der Stärkung bin. Kann ich gerade nicht mal einen Heiltrank reinschmeißen. Fest, Hilfe! Nein! Nahkampf gegen den macht sich auch voll Spaß. Boah. Eigentlich völlig zerquetscht. Aber noch lebig. Mein Feuertrank einschmeißen.
Pfeiler. Jetzt ist der Kampf wirklich ein Rennen gegen meinen Lebensbalken. Lebensbalken nicht mehr auffüllen, wenn er leer ist, ist er leer. Weg, 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 weg. Einfach nur viele Pfeile gerade. Ah, verdammt. Bin ich da wieder irgendwo fest? Ist sein Behälter da? Ist aber schon etwas undicht. Ui. Hier geht. Ah. Jetzt geht man wieder überall fest. Ach. Dabei sah es diesmal so gut aus. Glaube ich. Weiß nicht, wie viel Leben der noch hatte. Aber es war besser. So, sowas bei ultra schwer. Man hat keine Lebensanzeige mehr, um zu sehen, wie weit man ist. Klar, ich hatte jetzt den Behälter von dem auf dem Rücken fast kaputt. Aber wie weit mich das jetzt wirklich gebracht hat. Ladungsmast. Komm, komm. Ah, davon nur die Schädeldecke. Aber das war es auch. Jetzt holt er jetzt die anderen Wächter direkt. So eine Art Alarm schlagen oder. Was wird das jetzt? Da versteckt er sich jetzt einfach da hinten. Und jetzt habe ich einen mehr, der mich nervt, wenn ich. Vielleicht gegen die Feuerbrücken kämpfe. Er sucht dich. Diese eine Maschine. Nicht die. Ich habe gerade noch eine interessante Idee, wie das Ganze hier dann doch noch was einfacher werden könnte. Ich könnte ja mal versuchen, die beiden Wächter da, oder zumindest einen von den beiden, zu überbrücken. Halt, halt, halt. Runter, runter, runter. Ja, noch ein runter.
gefallen, sage ich immer noch, wenn es dann klappt. Ach. Ja, super. Ich will hier das Heilpflänzchen aufsammeln. Das Heilpflänzchen ist mein Stein, wofür ich jetzt fast mein ganzes Leben rausgehauen habe. Ich mich gerade wieder über mich selber aufreg. Ich dachte jetzt, das wäre eine Heilpflanze, die da aus irgendeinem Grund mal da unten wächst. Und noch die drei. Wie gesagt, wenn der Feuerbrücke reinrennt. Jackpot. Wenn ein Wächter reinrennt, naja. Jetzt überprüft das schon. Stärkungstrank. Feuerschutztrank. Große reingerannt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Eigentlich der wenig. Zwei Wächter weniger und ein Haufen Leben weniger. Treffer gelandet und dafür direkt wieder verbrannt worden. Na super. Und der nächste Stärkungstrank. Ach, das sind die ganze Zeit die scheiß Feuertränke. Stärkungstränke sind schon raus. Schlag geben und dann wieder weglaufen. Ach Mann. Der hat aber eine Reichweite, wenn er diesen Rundumschlag macht.